Und es geht nach einer, ja, etwas längeren Pause mal wieder weiter mit Tales of Phantasia. Ja, wir befinden uns immer noch in den Minen von Morlia. Und ich habe mir jetzt so einen kleinen Denkanstoß gegeben, wie ich jetzt endlich mal in diesen verdammten Minen weiterkomme, weil sonst drehe ich wirklich ab. Ehrlich jetzt. Wir fliehen jetzt einfach mal, weil ich jetzt gerade keine Lust habe zu kämpfen. Habe ich nicht noch irgendwie... Nein. Ach Gott, ich habe das länger nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich erstmal gucken hier wieder, wo was ist. Habe ich vielleicht irgendwie noch... Heiliges Licht? Habe ich sowas? Sieht nicht so aus. Leider. Ach doch, da. Aber da habe ich nicht mehr so viele von. Ja. Dass wir wenigstens ein bisschen vor den Mobs geschützt sind. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Muss ich hier runter? Nein. Da komme ich her. Nein, ich habe mir jetzt so einen kleinen Denkanstoß geholt. Kann man sagen. Ich musste einfach mal kurz ein bisschen gucken, was... Weil ich glaube, sonst würde ich hier noch ewig weiter probieren. Nein! Es spackt gerade so ein bisschen ab. Verdammt! Flieh schneller! Aua! Ach, lass mich doch in Ruhe, Mensch! So. Und irgendwas ist jetzt gerade hier mit meinen Statuswerten. Super. Nein. Blub. Wie ging das jetzt denn noch? Hier. Ja, es wäre ganz gut, wenn Mint die jetzt alle mal so ein bisschen wieder heilen würde. Oh, wieso kackert dann die Musik jetzt hier ab? So. War das hier? Nee, ich muss da runter. Oder auch nicht. Oder doch? Aua. Ich glaube, ich musste hier runter. Nee, ich habe jetzt halt mal geguckt, was ich jetzt machen muss. Ich weiß, normalerweise mache ich das, ja. Wieso geht das jetzt hier wieder nicht? Also normalerweise mache ich das eigentlich gar nicht so gerne. Aber da ich jetzt wirklich schon ehrlich so ein bisschen verzweifelt bin und ich hier schon halb durchdrehe in diesen Minen, musste ich einfach mal, wie gesagt, halt mir ein bisschen, ja. So, der Trick ist nämlich, glaube ich, jetzt diesen Teleporter hier zu benutzen. Oh, ja. Genau, der Trick ist, diesen Teleporter zu benutzen, weil dieser Teleporter... Also man muss halt diese... ja. Okay, ich kämpfe jetzt erstmal gegen die Viecher hier. So. Los, Hilf, mach sie platt. Ich habe gesagt, du sollst sie platt machen. Aua. Sehr schön machst du das, Klav. Sehr schön. Ah, nein. Ich komme irgendwie bis heute nicht darauf klar, dass sie den im Spiel Klaus genannt haben. Ich weiß nicht warum. Oder besser gesagt, warum sie ihn bei uns im Deutschen Klaus genannt haben, aber. Naja. Was soll's. Hey, wo ist eigentlich Dingens? Wo ist denn eigentlich Ember? Irgendwie voll schallen. Nee, es geht auf jeden Fall darum, dass man an diese Kisten da, hier an diese Truhen rankommt. Ja, Agerloch, Weihrauch erhalten. Sehr schön.
dass man an diese Kisten rankommt, ohne dass man halt von diesem Teleporter wieder genau weggedingstet wird. Weil wenn man nämlich diese Kisten geöffnet, wenn man es nämlich geschafft hat, diese Kisten zu öffnen. Oh, ich bin doch auch doof. Dann bringt einen dieser Teleporter nämlich immer woanders hin. Was mir aber bis jetzt halt nie aufgefallen ist. Auch sehr schön. Lauf doch, Fless. Lauf. Oh. Naja, ein bisschen kämpfen müssen wir ja auch, weil Training schadet ja nie. Ja, gut. Nee, also... Ich bin auch jetzt eigentlich ganz froh, dass ich mir jetzt diesen... Ja. Leute, ihr könnt mir mal ein bisschen helfen. Hier. Also ich bin, wie gesagt, jetzt ganz froh, dass ich halt so ein bisschen... mir so eine kleine Denkstütze geholt habe, weil, ich wäre wahrscheinlich gar nicht mal auf die Idee gekommen, diesen Teleporter irgendwie mehrmals zu benutzen. Ja. Und ich frage mich immer noch, wo Ember ist. Irgendwie, sie ist irgendwie weg. Ist sie nicht mehr in meiner Gruppe oder was ist los hier? Ach, da hinten. Ach so, ja, stimmt. Sie ist ja irgendwie immer noch paralysiert oder sowas. Da war ja irgendwas. Naja, jedenfalls bin ich froh, dass ich das jetzt nachgeguckt habe. Weil, wie gesagt, eigentlich mache ich das überhaupt nicht gerne. Aber jetzt musste das einfach mal sein. Mystischer Besen erhalten. Was haben wir denn da für ein schönes Item? Ich meine, wer von euch macht das schon gern? Ich meine, es gibt Leute, die machen das andauernd, weil sie so denken, oh, ich komme nicht weiter, so, wenn sie es auch noch nicht mal probieren und so. Aber ich habe es ja wirklich jetzt, ihr habt es ja gesehen, ich habe es jetzt wirklich schon lange genug probiert, bin überall rumgelaufen und ich werde schon langsam, irgendwann fange ich noch an, mich hier drin zu verlaufen. Also ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen hier drin verlaufen und... Naja, es wird jetzt Zeit, dass es hier mal weitergeht und ja. Wo ist denn der schöne Basin? Moment. Ausrüsten. Wo können wir Ember denn mal... Mystischer Besen. Oh, das sieht sehr gut aus. Das macht Ember gleich um einiges stärker. Habe ich nicht irgendwas, was ich gegen diese Statusveränderung machen kann, irgendwie? Was haben wir denn da? Habe ich sowas? Apfel. Ja, spack nicht rum hier. Wie konnte man das nochmal nachgucken? Ah, siehst du, guck mal. Das sieht doch jetzt schon wieder besser aus. Jetzt kann ich mich zurückporten. Ja, ich würde sagen, dann speichere ich nochmal. Und dann benutzen wir nochmal den Teleporter. Oh, und jetzt sind wir nämlich an einem Ort angelangt, den ich vorher noch nicht betreten habe. Und hier sind ganz viele, ich schätze mal, es sind irgendwelche Fackeldinger. Die können wir bestimmt mit unserem Ring anzünden. Haha. Ah! Ich will nicht mit euch kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Aha. Greif nicht an, Klav. Du sollst nicht angreifen. Lauf. Lauf, 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 lauf. So.
Ja, also ich würde sagen, wir müssen die jetzt alle anzünden. Das schätze ich jetzt mal einfach. Ist ja nicht so schwer, dank unseres Ringes. Hahaha. Oh Leute, ihr könnt das gar nicht glauben, wie happy ich bin, dass es hier mal jetzt ein bisschen weitergeht. Die Tür ist offen und es ist immer noch dunkel. Aber das ist jetzt wenigstens mal eine neue Ecke, die es mal zu erkunden gibt. Und natürlich wird auch weiterhin gekämpft. Leute, helft mir. Das wäre echt voll cool, wenn ihr mir mal helfen würdet. Ja, Eruption. Das ist eine gute Idee, Ember. Das kannst du mal einsetzen. Das wäre voll Hammer. Es war nur nicht sehr effektiv, aber... Ja gut, ja toll. Ember ist jetzt irgendwie die einzige, die jetzt noch... Loi! Habt ihr den... Hä? Okay, der wurde mal eben so weggedingsert. Juhu! Und Emma schläft irgendwie. Und jetzt schläft sie nicht mehr. Steigt doch mal wieder jemand auf. Nein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir nicht irgendwie die TP irgendwie ein bisschen auf Vordermann bringen können. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Wir wollen ja nicht zu viel davon verschwenden. So, jetzt beginnt hier wieder eine neue Ecke. Geht es wieder eine neue Ecke zu erkunden. Und hier ist nichts. Hier ist eine Sackgasse. Und mein heiliges Licht ist verschwunden. Lichter, 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 Lichter. Dass hier überall noch diese Eidechsen oder Geckos oder whatever rumlaufen. Nein, ich will nicht. Lasst mich gehen. Glück gehabt. Beinahe hätten sie mich erwischt. So. Hier ist nichts. Nichts. Hier ist auch nichts. Ah! Okay, okay. Vielleicht sollte ich auch mal die Formation ändern. Vielleicht, eventuell. Efreet! Sehr schön. Wäre aber besser gewesen, wenn du es auf den Ogre gefeuert hättest, Sklav. Aber ja, gut. Ich wollte gerade sagen, warum setzt er nicht denn seine Special-Attacken ein? Und Kress hängt wieder mitten in der Luft. Wow! Was? Wir haben es geschafft und es backt voll rum. Mann! Juhu! Ember ist aufgestiegen. So. Oh, endlich! Kein Licht mehr. Oh, okay. Wir können die Wand einfach kaputt machen. Auch gut. Ist hier irgendwas? Hier ist eine Tür. Die geht aber nicht auf. Und hier können wir wieder unseren Ring einsetzen. Okay. Ah! Oh Mann, wisst ihr eigentlich, dass ihr nervt? Hallo! Nerv, nerv, nerv! Aber Leute, wisst ihr, meine Motivation, die geht, die blüht gerade wieder so richtig auf. Das ist, ach, schön. Das freut mich. Es geht voran und Saku freut sich. Yay! TP! TP sind immer gut.
So, dann geht's jetzt hier weiter. Moliaminen, Ebene 8. Hui, wir sind Ebene 8 sind wir also schon. Jetzt kommen hier ständig diese Fackeln zum Einsatz. Halleluja, was war das? Aua. Ich werde irgendwie von Pfeilen attackiert. Ich weiß nicht warum. Oh, hast du wieder deine Attacke in den Sand gesetzt, Chris? Das kann nicht sein. Oh, Junge. Ehrlich, Junge, das kann nicht sein. Ehrlich. Ja, danke, dass ihr auch mal helft und so hier. Das ist voll Hammer. Rumspack. Ach komm, ey, dieses kleine Fliegenviech, das werdet ihr wohl ja noch alleine kaputt hauen können, oder? Na, anscheinend nicht. Chris muss ja mal wieder alles alleine machen. Sehr schön. Tja, ich werde das wohl... Ey, was ist das denn, bitte? Was muss ich tun, Leute? Muss ich die irgendwie von der Seite aus anzünden? Oder was muss ich jetzt machen? Anscheinend... Hä, wie soll denn das funktionieren, bitte? Ha! Nee, diesmal habe ich keine Lust. Hm. Das ist sehr merkwürdig. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, können wir das irgendwie umgehen oder so? Ich weiß es nicht. Das ist das, was mich jetzt ein bisschen... Boah, der... Guckt der euch das an. Der schlägt mich voll ab. Das ist... Hau sie weg. Chris ist paralysiert. No. Wo ist denn jetzt hier schon wieder mein... Da. Ja, toll, ich habe noch eins davon. Super. Mint, du musst die anderen mal heilen. Hier. Alter, was geht ab? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier der Trick? Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht diese... Ja. Boah, lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock. Wir gehen nach Hause. Tschüss. Muss ich vielleicht irgendwie die... Ich weiß nicht. Muss ich diese Pfeile vielleicht irgendwo ausstellen oder so? Andererseits weiß ich nicht, wo ich das machen soll. Ach, das ist doch... Das ist doch Banane. Jetzt bin ich schon mal so weit und jetzt kriege ich diese Tür nicht auf, weil da ständig irgendwelche Pfeile aus der Wand geschossen kommen. Oh. Was ist das? Kann ich irgendwas dagegen machen?
Ich habe wieder keine Ahnung. Naja, aber man merkt schon, dass das Spiel wirklich einen zum Nachdenken bringen will. Also so ist es nicht. Also... Jetzt hat sich meine Freude gerade wieder so ein bisschen aufgelöst, da kann man sagen. Aber gut, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Ah, es ist doch zum Weinen. Was soll ich tun? Tja, wie soll das jetzt funktionieren? Ich meine, ich kann hier nichts machen an den Wänden. Es passiert nichts. Hä? Heftig. Lass mich gehen, lass mich gehen. Tralalalala. Ja, nix mit Ziff. Gibt's nicht. Du erwischst die jetzt zwar, da, die blöde Fledermaus, aber... Let me go! Mensch. Ey, das kann's doch echt jetzt nicht sein. Oh, warte. Da ist ein Schalter. Aktivieren. Und was ist jetzt passiert? Ich hoffe, das ist jetzt... Ach, guck mal. Ich hätte das gar nicht anzünden brauchen. Oh. Oh, toll. Wieder so ein super geiler Schalter, bei dem ich nicht weiß, was das... So ein super toller Schalter, bei dem ich nicht weiß, was passiert. Naja, das war ihr Alter, ne? Dieses blöde Teil, das war jetzt so richtig tricky. Ich dachte, das müsste ich jetzt auch irgendwie anzünden, weil ich das bei den anderen Teilen auch machen musste. Ey, dieses Spiel trollt mich. Mal wieder. Als wenn das nicht schon irgendwie das zweite Spiel wäre heute, was mich irgendwie trollt. Aber passt schon. Au, 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 au. Gut. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ah! Bin ich durch diese tollen Stacheln gelaufen und habe irgendwie voll keinen Plan. Chris ist tot. Leute, macht eure Sache gut, ja? Tut was. Mint, mach mal was. Wie viel habe ich denn eigentlich noch von diesen Dinges? Na gut, gehen wir mal Chris im Wasser des Lebens. Falls das noch was wird, falls sie nicht alle irgendwie tot gehen. Boah, Mint, wie wär's mal, wenn du vielleicht mal irgendwie... Ach, toll. Jetzt ist sie auch noch tot, ey. Ich glaub das nicht. Hallo, ihr sollt nicht alle sterben hier. Ey, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ne? Das ist jetzt nicht wahr, ne? Los, hau es weg, Mensch! Ich will, dass du es tötest! Ah, Leute.
Schock. Ah, super. Und Mint ist dafür abgekratzt. Super. Oh, Kress erhält ein neues Level up. Super. Das sieht ja mal wieder ganz toll aus um meine Truppe. Ich freue mich. Ey. Ich will eigentlich nicht hier meine ganzen Wasser des Lebens verschwenden, ne? Aber gut. So, Mint, hau mal ein bisschen rein hier. So, dann kriegst du nämlich jetzt noch ein Orangengel. Gott, die haben alle so viele. So. Supi. Dann wollen wir mal gucken. Da können wir runter. Und hier kommen wir auch runter. Okay. Ah! Hallo! Ihr seid meine besten Freunde. Ich hab euch so gerne. Ah, spack voll ab hier. Da, da, da. Swallow Dance. Ah, yo. Los! Hau sie weg, Ember. Hau sie weg. Triffst du den da hinten überhaupt? Nö. Na, so geht's auch. Hab ich nicht so viel zu tun. Ach, der muss natürlich noch leben. Pff, was soll denn das bitte bringen? Komm, Mint, ehrlich jetzt. Dein Acid Rain, das kannst du dir sparen, ey. Wirklich. Ha, 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 ho, 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 ho! Oh Gott. Geht doch. Warum nicht gleich so? You did it! We did it! You did it! Huhu! So. Ach, hier ist wieder so eine. Oh, 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 Tür. Oh, verdammt. Was ist das hier? Wir sind wieder eine Ebene höher. Und ich würde sagen, wir machen genau auf Ebene 9 ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann im Part Nummer 30. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir erkunden die Minen von Malia. Ciao.